Und wieder ist ein neuer Teil meiner Videoserie zur Modellbahnplanung fertig. Diesmal geht es wieder um Bahnhöfe, hauptsächlich Personenbahnhöfe. Da der Großteil der Modellbahner eher mit kleinen Bahnhöfen vorlieb nehmen muss, bilden sie auch einen gewissen Schwerpunkt in diesem Film. Das Hauptaugenmerk liegt in diesem Film auf betrieblich interessanten Bahnhöfen, die trotzdem einigermaßen handlich für die Modellbahn brauchbar sind. Sicher ist dieser Film eher für die Fans der kleinen und mittleren Nenngrößen geeignet, aber auch Fans der großen Nenngrößen können ihre Vorteile aus diesem Film ziehen. Aber wie immer gilt, glaubt nicht alles, was ich sage und macht euch eure eigenen Gedanken. Da meine Filme ja häufig recht lang werden, gleich zu Anfang des Filmes der Hinweis, über Likes und Kommentare freue ich mich ebenso wie über ein Abo. Wer nach dem Abonnieren das Glöckchen klickt, wird über neue Filme von mir automatisch informiert. Nach dem Intro geht's los. Kleinere Personenbahnhöfe. Der kleine Trennungsbahnhof in Beinheim scheint völlig aus der Zeit gefallen zu sein. Zumindest in Epoche 6 ist die Kombination von Schüttbahnsteigen, Spannwerken, Telegrafenmasten und ebenerdigen Gleisübergängen recht selten. Würde man den Bahnhof beispielsweise exakt in 1:87 anlegen, wäre er zwar auch rund 5 Meter lang, aber man kann den Bahnhof ja auch durchaus ein bisschen kürzen. Insgesamt ist das jedenfalls ein schöner kleiner Bahnhof, auf dem man jede Menge Betrieb machen kann. Zur Hauptverkehrszeit kommen von links aus Richtung Friedberg zwei gekoppelte GTW 2/6. Die Doppeleinheit wird in Beinheim getrennt. Die eine fährt im Plan nach rechts oben Richtung Wölfersheim-Södel. Die andere fährt im Plan nach rechts unten Richtung Nidda. Kurz vor der Doppeleinheit aus Friedberg kam ein Zug aus Wölfersheim-Södel. Kurz danach kommt ein Zug aus Nidda. Aus allen Zügen quillt eine schier unglaubliche Menge an Menschen mit bunten Taschen auf dem Rücken. Schüler. Aber auch Berufspendler benutzen den Bahnhof Beinheim, um nach Friedberg zu kommen. Dort können sie nämlich in eine S-Bahn nach Frankfurt-Main umsteigen. Nach Feierabend geht das ganze Spielchen natürlich in die andere Richtung. Was heute GTW 2/6 sind, waren früher natürlich Schienenbusse, entweder VT95 oder VT98. Bei der Bedeutung dieses ländlichen Bahnknotens wundert es natürlich, dass er sich dieses nostalgische Aussehen so lange Zeit bewahren konnte. Aber bis 2022 soll der Bahnhof überholt werden. Nebenbahnfreunde, die zufälligerweise in der Wetterau sind, könnten sich jedenfalls überlegen, den Bahnhof Beinheim mal zu besuchen. Rund 15 Kilometer südlich von Beinheim gibt es einen aus modellbahnerischer Sicht ebenfalls sehr interessanten Bahnhof. Im Bahnhof Nidderau bzw. früher Heldenbergen-Windecken berühren sich die Hauptbahn von Friedberg nach Hanau, hier grün eingezeichnet, und die Nebenbahn von Bad Vilbel nach Stockheim, hier rot eingezeichnet. Beide Strecken haben ein gemeinsames Empfangsgebäude, aber getrennte Gütergleise. Das Besondere an diesem Bahnhof ist, dass die Nebenstrecke auf beiden Seiten des Bahnsteigs eine sehr starke Neigung überwinden muss. Hier ist eine Bildserie, die den Weg eines Zuges durch den Bahnhof Nidderau zeigt. Oben links hat ein aus Stockheim kommender Zug die Rampe zum Bahnhof Nidderau gerade überwunden. Im Bild oben rechts steht der Wendezug an dem vor rund 15 Jahren modernisierten Bahnsteig. Am etwas heruntergekommenen Bahnsteig der Hauptstrecke wartet ein GTW 2/6 mit Fahrziel Hanau Hauptbahnhof. Aber nun zurück zum Stockheimer Lieschen. So heißt die Nebenstrecke übrigens im Volksmund. In dem Bild links unten sieht man, wie der Wendezug in den Bogen einfährt, der ihn unter der Hauptstrecke durchführt. Im Bild rechts unten hat der Zug die Hauptstrecke und die Zufahrtsstraße zum Bahnhof bereits unterquert. Auf dem Weg nach Bad Vilbel schlägt er sich im Moment im wahrsten Sinne des Wortes in die Büsche. Nach der Ertüchtigung der Strecke in der ersten Hälfte des letzten Jahrzehntes wurden übrigens in den verkehrsschwachen Zeiten 628er, 928er Einheiten eingesetzt. Die obere Bildreihe zeigt einen Triebzug aus Richtung Stockheim kommend. Die untere Bildreihe zeigt den Gegenzug aus Richtung Bad Vilbel kommend. Vor der Ertüchtigung der Strecke waren die eingesetzten Fahrzeuge etwas variantenreicher. In den Zeiten mit sehr hohem Verkehrsaufkommen wurden Wendezüge mit 2 bis 3 Endwagen eingesetzt. Angetrieben wurden diese Wendezüge normalerweise von der Baureihe 216. Als Steuerwagen kamen entweder Hasenkästen oder Steuerwagen mit Karlsruher Kopf zum Einsatz. Im gleichen Zeitraum wurden auch 628er, 928er Triebzüge eingesetzt. Und selbst Schienenbusse konnte man bis in dieses Jahrtausend auf der Strecke sehen. Links zu Websites, die meine Aussagen bestätigen, findet ihr in der Videobeschreibung.
An derselben Hauptstrecke, aber rund 6 Kilometer näher an Hanau, befindet sich der Bahnhof Bruchköbel. Den Großteil des Jahres war der Bahnhof regelrecht bedeutungslos. Aber einmal im Jahr gab es richtig Highlife. Der Zeitraum, von dem ich rede, war natürlich die Zuckerrübenernte. In diesem Zeitraum standen die Bauern mit ihren Traktorgespannen wirklich Schlange an der Ortsgüteranlage. Ansonsten gab es auf der Strecke im Wesentlichen Wendezüge aus 3 Silberlingen und einer 141er. Außerdem wurde ein nahegelegenes Kohlekraftwerk über diese Strecke versorgt. Entsprechend waren auch viele 151er mit Kohlezügen zu sehen. Aber auch gemischte Güterzüge wurden von 140ern und 150ern über die Strecke geführt. Wie unschwer zu erahnen ist, habe ich eben über die Epoche 4 geredet. In Epoche 6 sieht die ganze Sache schon etwas langweiliger aus. Fahrzeugtechnisch sind fast nur noch die GTW 2/6 von der Hessischen Landesbahn zu sehen. Und ansonsten ist da im Prinzip eigentlich kaum noch was los. Sämtliche Weichen wurden aus der Hauptstrecke ausgebaut und die Ortsgüteranlage wurde stillgelegt. Auf dem Bild oben rechts ist zwar noch die Weiche zur Ortsgüteranlage zu sehen, aber das Bild stammt aus dem Jahr 2008. Es ist also mittlerweile 10 Jahre alt. Aus modellbahnerischer Sicht interessant ist der Bahnhof also etwa bis zur Epoche 4, vielleicht die frühe Epoche 5. Danach ist das eher ein langweiliger Haltepunkt. Ein sehr ähnliches Schicksal hatte auch der bereits aus Teil 7 bekannte Bahnhof Oberammergau. Er besteht nur noch aus einem einzigen Gleis. Bei einem derartigen Rückbau werden solche Bahnhöfe im Prinzip uninteressant für Modellbahner. Einem Modellbahner mit geringen Platzverhältnissen bleiben in Epoche 5 und 6 fast keine vorbildnahen Motive mehr. Wer zumindest etwas üppigere Platzverhältnisse hat, kann sich zumindest mit einem Unterwegsbahnhof an einer Hauptstrecke behelfen, der einen Anschluss an eine Werksbahn hat. Größere Personenbahnhöfe. Hier haben wir so ein Beispiel für einen Unterwegsbahnhof mit einer angeschlossenen Werksbahn. Die Abbildung ist im Bahnhof Bad Hönningen an der rechten Rheinstrecke weitgehend nachempfunden. Der Bahnhof in Bad Hönningen ist zwar verhältnismäßig lang, aber dafür ist die Werksbahn recht handlich. Im realen Leben ist das eine kleine Chemiefabrik. Aber wer will, kann da ja auch was anderes hinsetzen. Im Bild oben links ist die nordwestliche Zufahrt zur Werksbahn zu sehen. Außerdem sind noch ein belegtes Abstellgleis und ein S-Bahn-Zug zu erkennen. Oben rechts und unten links sind weitere Details der Zufahrt zu erkennen. Unten rechts ist die Bahnzufahrt zum Werksgelände zu sehen. Wie nicht anders zu erwarten, sind auf der rechten Rheinstrecke neben vereinzelten Nahverkehrszügen auch viele Güterzüge zu sehen. Allerdings möchte ich so einem Ding lieber nicht begegnen, wenn ich gerade auf dem Hausbahnsteig bin. Aber nichtsdestotrotz könnte der Bahnhof Bad Hönningen für die kleineren und mittleren Nenngrößen durchaus sehr interessant sein. Das Anlagenkonzept könnte eine Fahranlage sein, bei der neben vielen Güterzügen auch gelegentlich Personennahverkehrszüge fahren. Wer die Fahrräte über den Gleisen nicht sehen möchte, muss allerdings auf die Jahre vor 1960 ausweichen. Allerdings halte ich gerade im Fall der rechten Rheinstrecke eine der jüngeren Epochen für die interessanteren. Letztendlich ist es erst in den letzten Jahrzehnten so richtig bunt geworden auf deutschen Gleisen. Der Bahnhof Bad Hönningen war ja letztendlich nur eine Größenvariante des Themas Durchgangsbahnhof. Kommen wir aber nun zu einer völlig anderen Art von Bahnhof, dem Turmbahnhof. Turmbahnhöfe sind im Prinzip ein Relikt aus der Frühphase der Eisenbahn. Damals gab es im Wesentlichen private Bahnunternehmen, die untereinander in harter Konkurrenz standen und auch kein besonderes Interesse hatten, mit dem Konkurrenten eine gemeinsame Bahnanlage zu betreiben. Und wenn da eine Bahnstrecke von einem Konkurrenten querkam, dann wurde die einfach überbrückt. Nicht selten wurden an solchen Streckenkreuzungen allerdings 2 verschiedene Bahnsteiganlagen errichtet. Im Prinzip entwickelten sich so kleinere Eisenbahnnetze aus einzelnen Linien heraus. Nicht selten waren den Personenbahnhöfen an den Kreuzungspunkten der Strecken auch Güterbahnhöfe vorgeschaltet. Aber nicht immer haben alle Bahnanlagen die Gründung der Staatseisenbahnen überlebt. Natürlich werden sich jetzt einige Leute fragen, was denn so ein Turmbahnhof bringen soll. Aber überlegt mal, wie viele Gleise können da glaubhaft auf relativ geringer Fläche auf der Modellbahn untergebracht werden? Auch 2 nahezu parallel verlaufende Strecken können glaubhaft begründet werden. Wenn ich so drüber nachdenke, der Turmbahnhof ist zwar keine eierlegende Wollmilchsau, aber er ist nicht sehr weit davon entfernt. Aufgrund der Größe der Bahnanlagen ist natürlich der Turmbahnhof nur für die Fans der mittleren und kleineren Nenngrößen interessant. Leider habe ich im Moment noch kein Anlagenkonzept,
in das sich ein Turmbahnhof sinnvoll einbinden ließe, aber ich werde zusehen, dass ich zum zweiten Teil des Filmes etwas Vorzeigbares ausarbeiten kann. Hier ein Ausblick auf den nächsten Teil des Filmes. Behandelt werden zum Beispiel ehemalige Durchgangsbahnhöfe, die zu Endbahnhöfen wurden, weil die Strecke hinter ihnen stillgelegt wurde. Ein solcher Bahnhof ist gerade im Bild zu sehen. Es ist der Bahnhof Kahlenborn im Westerwald, genauer gesagt auf dem Rhein-Westerwälder Vulkanrücken. Die Strecke führte ursprünglich bis Flammersfeld im Westerwald, aber im Zweiten Weltkrieg wurde sie sehr stark beschädigt. Deshalb wurde sie nach dem Krieg Stück für Stück stillgelegt, bis sie schließlich in Kahlenborn endete. Wer sich angucken will, was heute noch von der Strecke zu erkennen ist, kann meine Playlist Reste der Vitalbahn aufrufen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. So, wieder ist ein Ende des Filmes erreicht. Wem der Film gefallen hat, der kann ein Like oder einen Kommentar dalassen. Wer mehr von diesen Filmen sehen will, der sollte den Kanal abonnieren. Wer über jeden neuen Film von mir benachrichtigt werden will, sollte nach dem Abonnieren auf das Glöckchen klicken. Ansonsten wäre es sehr hilfreich, bei einem Dislike einen Kommentar zu hinterlassen, was genau an dem Film nicht gefallen hat. Ansonsten bis zum nächsten Mal.